Balui? Was willst du denn? Willst du einen Kampf? Komm her. Willst du einen Kampf? Balui, Balui, mag es nicht, Balui, tu es nicht! Balui! Das hab ich gesagt! Patrick verfluchen mit einem Dunkelheitszauber. Balui, warte, du kannst dieser Zauber. Ich sehe nichts! Was hast du getan? Petter, verlass die Stadt sofort! Verschwinde, Petter! Los! Oder wir werden dir mehr antun! Hey, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Empire. Ja, was wird heute passieren? Heute werden wir mit diesem schönen Schwert hier, was einen so viel Schaden macht, ein paar schöne Gefechte haben. Leute, was in dieser Folge passiert, ihr seht es schon im Titel und ihr seht es überall gemein schon, rastet nicht aus, das gehört alles zum Roleplay, bitte, es ist essentiell wichtig, dass diese Sachen passieren, damit das Roleplay am Dienstag, am nächsten Dienstag wird es ein Livestream geben, wo alle dabei sind, und da wird es das krasseste Roleplay, den krassesten Stream seit langem geben, deshalb ist das wichtig, was ich hier tue, nehmt mir das nicht böse, aber es gehört zum Roleplay. Ich würde mich deshalb sehr freuen, wenn wir auf diesem Video, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber 3000 Daumen nach oben schaffen, würde mich sehr freuen. Also wirklich, schaut bis zum Ende, bis zum letzten Frame dieses Videos gibt es Kämpfe. Also gönnt euch und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Das ist eigentlich sehr geil. Das heißt, wir können damit spammen. Ja, ich werde ihn auf jeden Fall heute in der Stadt sehr viel Angst einjagen. Die werden, denke ich mal, dann das endlich mal ernst nehmen und vielleicht das Kind freiwillig rausrücken, weil die sehen, dass die keine Chance haben. Falls er sterben sollte, dann nehmen wir mal den Stab hier, der hat die größte Durability. Das sind unsere Reservestäbe, das sollte reichen, können wir damit. Und Smoke Grenades, also kann man gebrauchen, ne, aber wie gesagt, ist jetzt auf jeden Fall kein Muss. Wollen wir losgehen? Welteres, wollen wir losgehen? Unseren Rachefeldzug planen und ja, Angst und Schrecken über die Stadt weihen lassen. Vielleicht geben sie dann das Kind, so, die machen wir zu. So soll es sein, so soll es geschehen. Warum haben wir Leben verloren? Ah ja, wir haben uns in die Wand reingebackt. Deshalb, so, ich würde sagen, wir gehen jetzt los. Langsam nähern wir uns der Stadt. Wollen wir mal einen Angriff wagen? Och, Mann, Alter. Junge, ich muss das hier auf jeden Fall eine Stufe höher machen, sonst, fliegen wir mal so. Ältere, wieso führst du mich nie in die richtige Richtung? Wieso muss ich mich nicht immer lenken? Mittlerweile müsstest du den Weg doch auch auswendig kennen. Ältere, ich bin mit dir noch nie auf den Boden geritten, ne? Immer sind wir geflogen. Wir nähern uns langsam von der Stadt, von unten, weil von oben sollten wir uns direkt sehen können. Aber von unten könnten wir eventuell nicht direkt gesehen werden. Wir haben 13 Sprengeinheiten mit dabei. Und meine Stimme ist schon vom ganzen Rumgeschrei. Was ist das denn hier? Hier ist nichts drin. Was ist das für ein Lager, Belteris? Bitte, pass auf. Pass auf, hier könnten Fallen sein. So eine Kiste, die man plündern könnte. Ist das schon die Stadt? Das ist schon die Stadt. Okay. Nutzen wir das als Belagerungscamp hier? Könnten an sich, komm mal her. Wir könnten, ich habe eine Idee. Wir fliegen dahin, schießen mit unseren Bolzen, was das Zeug hält. Essen kurz einen Apfel. Dann, wenn sie denken, sie haben uns verscheucht, kommen wir zurück zu diesem Belagerungscamp, binden hier Belteris an, gehen nochmal zu Fuß dahin, entweder graben wir uns durch die Stadt oder sprengen die und dann kommt unser Schwert zum Einsatz und dann geht's hier gewaltig los, aber sowas von, ne? So würde ich das machen. Das ist, glaube ich, am effektivsten, wenn wir das so machen. Belteris, bist du bereit? Ich weiß nicht, so schießen? Nee, wir müssen schon so schießen. Oh, wir von unten schon was sehen. Okay, die Stadtmauern. Ja gut, ich denke mal, so machen wir das, Belteris. Mach dich bereit. Ich habe den Apfel auf jeden Fall drin. Das ist, glaube ich, am besten, weil die werden auch denken, wenn wir wieder zurückgehen, ja, er zieht sich zurück und dann in dem Moment greife ich nochmal an und dann ist alles vorbei. Werde ich auf jeden Fall ein Zeichen setzen. Alles Verräter. So, los geht's. Los geht's! Wollen wir mal. Müssen wir leider so fliegen, auch wenn ihr so mehr seht, aber so treffe ich halt nichts. Belteris, bist du bereit, mir treue Dienste zu erweisen? Ich werde dich auf jeden Fall heute belohnen. Sollten wir siegreich aus dieser Schlacht hervorgehen. Was ist denn das denn? Warum ist da Lava? Das hat uns nichts zu interessieren. Was ist denn das? Ich erkenne. Aber wir sind in der Luft. Wo treiben sich die Leute der Stadt? Hier sollten wir auf jeden Fall nicht direkt gesehen werden. Wo treiben die sich rum? Ich sehe noch keinen. Ich sollte erstmal die Leute ausfindig machen. Oh, was sind das denn da? Oh, Wachen. Wie süß.
Wem gehört das, liebe Stück hier? Mein Freund, du wirst sterben. War das hier ein Plan B zum Entkommen von jemandem oder wie? Na, mein Freund, gibt es nicht mehr. Hättest du wohl gern. So, dann wollen wir mal. Okay, wir müssen aber die Leute ausfindig machen. Wo könnten die denn sein? Wo zum Henker sind die? Ich weiß es nicht. Ich werde es noch herausfinden. Die Stadt ist halt riesig. Die könnten halt überall sein. Beltes, kannst du dich deinen Kopf ein bisschen nach unten tun? Das würde mir alles sehr viel leichter machen. Ich kann keinen sehen. Ich drehe gleich durch. Hallo? Hilfe? Egal, wir haben Geduld. Geduld wird immer belohnt. Da kommt jemand raus. Hat er mich gesehen? Sehen die mich? Oh, ich hab da getroffen. Wen treffe ich denn da? Wen treffe ich denn da? Revi, ich bin wieder zurück. Patrick, verschwinde du weißt mit mal. Was? Weißt du, wieso ich gekommen bin? Komm da weg. Du weißt, warum wieso bist du hier? Du weißt selber, du warum die Kinder nicht. Doch! Tibalu, ich hab doch gesagt, dass Patrick sich Gaia angeschlossen hat. Gib sie mir freiwillig. Hexenmagier, verschwinde aus unserer Stadt oder du wirst sterben. Aber der nein, werde ich nicht. Eigentlich. Der fliegt doch hier nur. Der fliegt doch nur. Letztes Mal, der versucht, die Kinder zu klauen. Soll er mal runterkommen? Er schießt Pfeile auf uns, verdammt nochmal. Ich würde die Kinder freiwillig rausgeben, Revi. Wir werden die Kinder niemals rausgeben. Doch. Alle zum Mooshaus. Beschützt die Kinder. Kommt, los. Doch, wird ihr. Warum soll ich mich für Balui, weil es Kinder sind. Das sind unschuldige Kinder, sind, du Idiot. Guck mal, Balui, der sieht's richtig. Gib mir einfach die Kinder und alle sind glücklich. Nein, wir werden die Kinder niemals freigeben. Doch. Achtung, Basti, hier ist jemand hingeschissen. Komm rein. Doch, werdet ihr. Basti, geh nach oben zu den Kindern. Ich werde dir die Stellung halten. Okay. Los, alle nach rein, alle rein, alle rein. Du kannst verraten, wo die Kinder sind. Mann, du bist so ein. Das weiß er doch sowieso schon, verdammt nochmal. Petel, verschwinde, verdammt. Ich weiß, wo die Kinder sind. Ich war kurz davor, sie zu bekommen. Hallo, Kinder. Petel, verlass die Stadt sofort. Nein, werde ich nicht. Nee. Bitte helf mir doch, verdammt nochmal. Kämpf doch jetzt gemeinsam. Merkt ihr nicht, wie unglaublich wichtig dieser Kampf jetzt hier ist? Ich werde die Kinder noch heute kriegen. Ich habe alles vorbereitet. Doch, heute werde ich heute bekommen. Doch, ich weiß, wo die sind. Mo hat sie in Sicherheit gebracht. Ja, die sind nicht mehr in ihren Betten, ich weiß alles, Revi. Petri, verschwinde und lass von ihnen ab, verdammt nochmal. Nein. Balui, das Problem ist, wenn Petri diese Kinder bekommt, ist Gaias Macht fast unbändigbar. Was sind das hier für Pfeile? Das sind Petri Pfeile. Petri, hör auf, mit Pfeilen zu schießen, verdammt nochmal, du Idiot. Doch. Gib mir die Kinder, sonst wird einer von euch heute sterben. Es wird niemand hier sterben. Doch, Petri, wird. Wenn du es wagst, dein Staubschwert zu nutzen, werden wir dich entzünden. Obacht vor seinem Schwert, es tötet einen Mann mit einem einzigen Hieb. Balui, das willst du nicht am eigenen Leib erfahren. Ich würde an eurer Stelle mir die Kinder geben. Komm, gib mir die Kinder, sonst guck wird da, einer von euch sterben. Seht euch das an, ihr läuft über dunkle. Das ist. Balui. Balui. Was willst du denn? Willst du einen Kampf? Komm her. Willst du einen Kampf? Balui, wag es nicht, Balui, tu es nicht! Balui! Das hab ich gesagt! Balui, verdammt nochmal! Was habe ich gesagt? Gib mir die Kinder sofort! Seht ihr das? Er hat Balui zu Staub zerschmettert. Balui, wo bist du? Ich bin nicht zu Staub. Zerschmettert mich zu Staub. Balui, willst du einer von deinen Kriegern stirbt? Balui, hör mir zu. Du kannst durch dieses Schwert nur zweimal hingerichtet werden. Dann erscheinst du als gleiche Gestalt wie Tobi zurück. Dieses Schwert hat eine unendliche Macht, Balui. Der Baum kann dich nur einmal wiederholen. Nicht mal die Macht des Baumes reicht aus, um dich zurückzuholen. Revi, ein zweites Mal. Gib mir Balui, die Kinder. Glaub mir einfach, wir haben nicht. Diese Erfahrung. Balui, bitte. Balui, das zählt alles nicht, verdammt nochmal. Petrit und Geier sind allmächtig. Wir müssen. Willst du einen Kampf oder was? Okay. Basti, tu es nicht. Ach, willst du einen Kampf, Basti? Nein, Basti, bitte, tu es nicht. Willst du einen Kampf? Benutzt dein Eisatemflämmchen. Ich kenne ihn ja noch gar nicht. Okay, gut, er wehrt sich gegen mich. Das heißt, ich werde ihn jetzt killen. Hä? Balui, Basti, Petrit, bitte. Das war ein Fehler. Basti, ihr habt mich unterschätzt! Ich will nur die Kinder. Warum macht ihr es mir so schwer? Basti, komm sofort zurück. Warum macht ihr es mir so schwer? Ja, da ist der Drache. Basti, bitte, dein Drache stirbt, bitte. Basti, ein Schlag und er ist dahin. Ich weiß. Tja, mein Freund, du hast einen Fehler begangen. Ich will doch gar nicht. Hä? Petrit, bitte, verlass uns gerade, bitte. Gib mir das Kind und alle sind glücklich. Nein! Doch! Wir können dir das Kind nicht geben. Ich weiß gar nicht, wo die Kinder sind. Was? Ich brauch das Kind von der Blutlinie von Mo! Kevin, das Nein, ich brauch das von der Blutlinie von Mo!
Warum brauchst du das? Das darf ich nicht verraten. Weil geil, ich sehe es halt von diesen Kindern, verdammt nochmal. Kurz ausleihen. Revi. Dann ist das Kind tot, wir werden doch kein Kind opfern, verdammt nochmal. Aber Admo kann doch ein neues Kind zeugen. Kevin, wenn, sollten wir Patrick und Gaia die Macht über die Seele des Kindes geben, sind wir dem Untergang geweiht. Gaia wird eine riesige Erosion in der Stadt verursachen, unsere Stadt wird in den Abgrund rutschen. Wir werden im ewigen Ethereum landen, willst du das, Kevin? Nee. Seht ihr, das ist der Grund, warum wir jetzt Seite an Seite stehen müssen. Patrick, ja, ich gebe jetzt. Das wollte ich alles hier nicht, ich gebe wieder zurück in die Stadt. Ich gebe dir, eine Minute Zeit. Da wurden wir in Ruhe gelassen. Ne? Ja, komm, sind wir hier, gibt's hier wieder nur Ärger. Ne? Eine Minute. Wollt ihr uns jetzt in der wichtigsten Stunde verlassen? Ist das euer Ernst, Luis? Was hast du für Landsmänner, Revi? Du Magier? Kennst doch gemeinsam Seite an Seite gegen was seid ihr denn? Was seid ihr denn für eine Gemeinschaft, die direkt zerbricht? Euch zu besiegen. Euch zu besiegen ist ja ein Kinderspiel. Balui, wenn er uns zerschlägt, ist es für ihn viel einfacher. Wir müssen zusammenhalten in dieser starken Stunde. Er hat mal eine Rüstung zerstört. Tja. Balui, wir werden dir eine neue Rüstung zerstören. Hat er das gemacht? Mit einem Staubschwert, verdammt. Er zerschlägt dich und du kannst nur einmal durch den Baum wieder gucken. Die Rüstung hat mich beschützt. Hallo. Balui, hör mir zu. Hör mir verdammt nochmal zu, Balui. Erkennst du nicht, was für eine Macht dieses Schwert hat? Wenn du einmal durch das Schwert gerichtet worden bist, ermöglicht dir der Baum. Sollten wir ihm einfach das Schwert wegnehmen. Balui, ja, ist das möglich? Wie wollt ihr das denn machen? Ausreden. Wie wollt ihr das denn machen? Du redest die ganze Zeit. Ich weiß. Du hörst mir nicht zu. Wenn du das zweite Mal niedergestreckt worden bist, gibt es nur die Möglichkeit, über den Seelenspiegel zurückzukehren. Dann kehrst du genauso mickrig und schwach zurück, wie Tobi es ist. Willst du das, Balui? Willst du nur eine herumwandelnde Seele sein? Nein, will ich nicht. Also, dann Aber ich habe das Gefühl, dass der Urdrache mich trotzdem beschützt. Balui, nicht vor dieser Macht, nicht vor dieser Macht. Mo, verdammt nochmal, Mo, wo bist du? Ach, der ist nicht da, ist er perfekt? Mo! Perfekt. Was ist los? Mo, wo bist du? Was ist los? Wo? Mir zu Hause. Ich hab die Kinder holen. Ich hab was gesehen. Warum helfen uns die anderen nicht? Die anderen wollen nicht kämpfen, ich hab ein neues Angst. Ziel. Die wollen die Stadt zurückkehren, diese lächerlichen Bastarde. Ich hab ein neues Ziel. Wo ist der? Ich sehe da gar kein Problem. Warum ist hier ein Kackhaufen in meinem Haus? Und es sind nur Probleme. In unserer Stadt hatten wir wenigstens unsere Ruhe und unseren Frieden. Balui, willst du uns jetzt wirklich verlassen? Willst du uns jetzt verlassen, Balui? Wer ist das da unten? Wer ist das da unten? Wo ist mein Ziel? Habt Obacht, er darf euch nicht mit dem Schwert treffen. Er darf euch nicht mit dem Seelenschwert treffen. Passt auf. Balui, nochmal. Wenn ihr uns jetzt verlasst, dann haben wir keine Möglichkeit mehr, gemeinsam gegen Gaia anzukämpfen. Dann ist Gaia. Revi, ich hab keine Zeit für eure Probleme. Gib mir erst das Kind. Wir werden dir das Kind nicht geben, du Schreckiger. Doch! Mo, ich sehe dich! Mann, der ist total krank, der Typ. Mo, ich sehe dich! Verdammt! Balui, sei froh, dass du dann auf natürlichem Tode gestorben bist. Da kann der Baum dich wenigstens noch zurückholen. Aber ein zweites Mal, Balui, wenn ich dich mit dem Schwert treffe, ist. Mo, gib mir erst dein Kind los! Mo, es ist nur zum Gute. Vertrau mir. Jetzt kriegen die anderen auch mal mit, wie geisteskrank der Typ ist. Seht ihr das? Bin ich geisteskrank? Ich bin gar nicht so geisteskrank. Ich will einfach nur das Kind haben. Kevin, wenn es deine Kinder wären, würdest du das anders sehen. Der fliegt hier nur rum und sagt die ganze Zeit, gib mir das Kind. Dann ignorieren wir ihn doch einfach. Er hat Balui mit einem Schlag zum Staub zermahlen. Ja. Das ist und er hat meine Rüstung vernichtet. Oh, wer versucht da zu entkommen? Geh weg, ich hab dir nichts gemacht. Findet euch alle zu Moos Haus, findet euch alle in Moos Haus ein. Wieso, Basti, hast du ihn nicht mit deinem Drachen, hätte ihn fressen können. Wie stellst du dir das vor, wo ist er? Stell dir bitte vor, das Seelenschwert nimmt die Seele des Drachens in sich auf. Was heißt das? Gaia hat einen Drachen, wollen wir das, Balui, verdammt nochmal. Wo bist du? Alle Balui, alle in Moos Haus. Komm, Balui, komm. In Moos Haus. Bin da. In das Haus von Mo. Alle rein. Basti, wo bist du? Das verrate ich nicht. Basti. Wo bist du? Sag es. Ich hab extra schon die Fenster sicher gemacht mit Eisengitter. Mo, es gibt mir deine Tochter. Wir werden dir die Tochter niemals geben, Patrick. Verlasse die Stadt sofort. Nein, ich verlasse die Stadt nur mit dem Kind von Mo. Sonst werde ich die Stadt nicht verlassen. Ich denke, das werden wir verhindern. Bist du sicher? Ist Luis Stimme passiert? Ja, ich bin schon immer so. Also schon lange so. Wo warst du, Basti? Ich habe dich gerade gesehen. Wo bist du? Basti, versteck dich. Geh in meinen Schutzbunker. Du bist mein Basti. Ziel. Du bist meine Schutztunnel. Basti, lass dich nicht von ihm töten, verdammt nochmal. Du weißt, was mit ihm passiert. Ja, ich weiß. Ich werde dich töten, Basti. Ich werde dich töten und vernichten. Basti, wo bist du, verdammt nochmal? Findet euch alle in Moos Haus ein. Wo ist dieser Schutzbunker? Ja, sag es mal. Wo ist der Schutzbunker? Da haben wir den Schutzbunker. Tobi? Ja. Bereite den Schutzbunker vor. Hilfe! Okay, oh Gott, er schießt auf mich. Alle Schutzbunker. Ich zeige euch den Eingang. Herr Tritt. Ja.
Du weißt ganz genau, dass die Steine in meinem Schutzpunkt da gesegnet sind und du keine Möglichkeit hast, dort einzudringen. Stell dich hier hin. Das mag sein, aber ich werde trotzdem hier einen von euch noch herausfischen. Warte. Okay. Alle rüber. Komm, alle rüber. Warte, ich mach nochmal. Wo seid ihr? Uns wirst du nicht so schnell dich finden. Mach nochmal. Schnell. Rüber in den Schutzbunker. Uns kriegst du nicht. Wo seid ihr? Ich sehe euch nicht mehr. Alles gut, Kevin. Das sind nur eine Ferienbewohner. Die tun dir nichts. Weiter. Wo sind die Kinder? Sind die nicht mehr im Bett? Sie sind nicht mehr im Bett. Öffne den Bunker. Wo ist dieser verfluchte Bunker? Stellt euch, ihr Feiglinge! Los, alle rein. Okay, Tobi, komm rein. Ja. Ich verriegel. Das ist aber schwarz hier. Okay. Das sind Steine, das sind böse. Schwarz wie Petrits Seele. Das sind gesegnete, hört mir zu. Das sind gesegnete Steine, mit denen Petrit nichts anfangen kann. Kevin! Hier kann er nicht eindringen. Nehmt euch doch nicht die ganzen Melonen, das sind unser Lebensmittel. Basti, das Loch kann auch draußen, ich finde dich noch. Dich finde ich noch. Kevin! Basti, wo bist du? Melonen, ja. Ich hab nichts genommen. Doch. Da, okay, Kevin, du bist hier irgendwo draußen. Dich werde ich noch finden und töten. Ja. Mach dich auf den Weg und finde Basti. Los, komm, aber du kannst das, du bist klein. Danke. Werf ihn dein Gesicht. Wo ist Basti? Ich werde dich finden, Basti. Du wirst nicht leben in diesem Bunker reinkommen, hast du verstanden? Basti. Ich bin bei so einem Haus, was in die Luft gejagt worden ist. Basti, gib mir. Oh, ich weiß, wo jetzt du bist. Jetzt müssen wir ja eh ein bisschen hier warten, ne? Basti, gib mir das Kind, Kevin, und du wirst leben. Das ist nicht, wir verlieren gerade vielleicht Basti. Willst du das verdammt nochmal? Balui! Ah! Ich glaube, ich weiß. Wir können nicht wagen, da rauszugehen. Kinder sind in Sicherheit. Moos Kinder sind in Sicherheit. Tobi wird Basti holen und dann muss Petrit abziehen. Er kann nur eine begrenzte Zeit in dieser Dimension verweilen. Was ist, wenn Tobi erwischt wird? Tobi kann nicht erwischt werden. Tobi ist nur noch eine Seele. Petrit kann ihn nichts mehr anhaben. Aha, ich sehe jemanden. Ich sehe jemanden. Bleib stehen. Basti, komm zurück. Mo, nicht die Tür entriegeln. Bloß nicht die Tür entriegeln. Er kommt hier rein. Seine dunkle Materie rennt hier ein. Ja. Oh Gott! Wo bist du? Ich bin so froh, dich zu sehen! Komm hier! Hä? Yeah. Wo zum Henker bist du? Ich hab dich gerade noch gesehen. Ich hab die Kinder in Sicherheit gebracht, in sicheren Gestein. Du hast keine Möglichkeit, sie zu erreichen. Das ist mir schon. Ich werde noch einen Weg finden, aber ich werde jetzt Basti töten, das ist mein Ziel. Petrit, du weißt ganz genau, Petrit, ich weiß ganz genau, dass deine Macht, sich bei uns in der Stadt zu bewegen, begrenzt ist, Petrit. Woher weißt du das? Oh, Petrit. Woher hast du diese Informationen? Hallo! Ja! Setz den Dunkelheitszauber ein. Was ist hier? Mo, du hast doch nicht etwas auf den Boden gemacht hier. Sorry, ich hab Angst. Wo ist der? Auf den Boden scheißen, Zeit, trenn mir davon. Mach das weg. Oh, ja, wie Kevin, das ist Kevin. Schokolade. Kevin, das ist Post. Nein, Kevin, das ist. Baby Bass ist in eurem Keller. Mach ihn rein. Mann, wo ist der? Verflixt. Tobi, wo bist du? Ja, ich überlege. Petrit. Basti, gib her. Petrit, deine Möglichkeit schwindet. Oh, ich kann da nicht durch. Ich weiß, wo ihr seid, aber ich kann da nicht durch. Zieht euch an! Ich werde Petrit verfluchen mit einem Dunkelheitszauber. Warte. Du kannst etwas Dunkles in mir etwas Dunkles verzaubern, verstehst du das nicht? Das können wir. Oh Gott. Komm, Scheiße. Julia, fuck. Ich bin krank. Zu mir, was dieser Zauber. Ich sehe nichts! Was hast du getan? Petrit, verlass die Stadt sofort! Verschwinde, Petrit, los! Oder wir werden dir mehr antun! Belegt, er kann jetzt höchstens noch 4 Blöcke weit gucken. Was? Okay, das gibt. Okay, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Du denkst, du könntest mit deinem Mächten mir was anhaben? Okay. Immer aufhalten können. Ich werde die Kinder bekommen. Das ist das Letzte, was ich tue. Verlass die Stadt, Petrit, sofort! Du kannst keine Kinder bekommen, du bist ein Mann! Ich sehe nichts mehr! Er kann. Oh, wo ist dieser Typ, von dem ich nicht mal weiß, wie der heißt? Wenn man ihn braucht! Mann, diese komische Stimme, wieso kommt sie nicht, wenn ich sie brauche? Ich weiß nicht, wie hoch ich bin, doch, ich kann es nachgucken. Oh, wir sehen was. Oh, endlich sehe ich was. Wir können vielleicht so eine Kuh finden. Ja, Mann. Aber wir sind im Dschungel. Gibt es einen Dschungelkühe? Schlimm, so. Du weißt einfach. Irgendwie hoch ist denn die Chance, eine Kuh zu finden bei so einer Sichtweite? Oder eine Kuh halt über den Weg zu laufen. Oh, Mu! Hier hat jemand Mu gemacht. Wo? Mach nochmal. Bitte. Oh. Sollte jetzt eigentlich klappen. Ja! Ja! Wir nehmen nochmal was mit. GG. Ich gehe da jetzt rein. Die sind wahrscheinlich aus dem Bunker raus. GG. Die werden jetzt sehen. Angriff. Rache. Jetzt bin ich sauer. Die haben mich unterschätzt. So, ich werde jetzt einen Ninja-Angriff machen. Ich werde jetzt ohne Belteris da reinfliegen. Die wollten es nicht anders. So, Belteris, flieg! Los geht's! Hier sehe ich später vor. Los, Belteris.
Flieg. Die denken, die können jetzt hier ihrem blöden Frieden. Ich werde mir jetzt das Kind holen und einen killen von den Ziegenmilch. Ich denke es auch, Kosovo. Ja, denke ich. Los geht's, Belteres. Ich werde dich anbinden und dann werden wir unseren Plan fortführen. So, die dachten, die könnten mich mit dem Zauber verbannen. Okay, hier ist eine Art Tempel. Der Zauber wurde gebrochen. So einfach geht das. Schwacher Zauber. So, Apfel rein. Ach, keine Ahnung. Falls er mich wieder blinden sollte. Los geht's. Ich muss mir irgendwie merken, irgendwie Belteres auf der Seite der Schlucht und der Sümpfe. Das merken wir uns. So, wo ist mein Feuerzeug? Die haben jetzt was gehört. Das heißt, Ablenkung ist da. Nee, mein Freund, nicht angreifen hier. Ich kann nicht so lange in der Stadt bleiben. Ich muss auf Baloui aufpassen, der ist mir echt gefährlich. Gamers Time? Boah, mein Herz. Hä, wo sind die anderen? Huh, nicht mehr lange. Gamers Time killen oder Basti? Aber wo ist Basti? So, wo ist Basti? Verflick's doch mal! Die mit den Stäben ist echt schlimm, Alter. Ich brauch doch einen Wassereimer. Die haben Feuerpfeile. Mist. Ein Milcheimer reicht. Mann, diese blöde Fee, Alter! Alter, die schießt jetzt hier echt mit TNT-Kanonen und ich komme nicht klar. Wieso kann er mich abschießen? Und diese Fee, die stört mich hart. Da ist jemand. Ist das Basti? Ist das Basti? Basti, glaube ich. Okay, dann müssen wir uns durchgraben, sonst sterben wir. Ja, ich sehe gerade gar nichts, ne? Belteres, wo bist du? Oh, ich brauche jetzt nur Belteres. Ich brauche jetzt nur mein Belteres. So, Mission erfolgreich. Damit haben wir ein Zeichen gesetzt. Weil Baloui zu killen, ich weiß nicht. Der ist Magier, der... da ist Belteres. Der kommt damit irgendwie, ne? Aber ihn zu killen, das hat ein Zeichen gesetzt. Los, wegfliegen. Wegfliegen. Wir müssen jetzt wegfliegen. Belteres, wir haben es geschafft.